Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Endless Space. Ja, nach langer Zeit geht's endlich hier mal weiter. Und ich hoffe doch, ihr hattet alle ein paar schöne Weihnachtsfeiertage gehabt. Und ja, habt jetzt nicht allzu viel Stress zur Vorbereitung des Neujahrs. So, ich habe mir jetzt hier ein bisschen Zeit mal rausgenommen, um hier mal weiterzumachen. Und muss allerdings gestehen, dass ich nicht mehr so weiß, wo wir stehen geblieben sind. Forschung sieht okay aus. Hellgrün da oben. Sind wir, glaube ich, dabei, genau zu erobern. 12 Runden, wo das noch benötigt. Und ich glaube, wir sind hier irgendwo. Genau, wir sind hier nicht weggekommen. Schaffen wir es dieses Mal vielleicht? Weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Er hat ja da blockiert, ne? Sieht immer noch so aus. Die Blockierzeichen fehlen allerdings. Liegt wohl daran, dass ich jetzt erst gerade neu reingeladen habe. Mit ihm sind wir verbündet. Okay, da sind noch 5 Schiffe im Hangar. Was denn mit denen los? Die könnten wir mal verbessern. Ich glaube, das ging hier unten, ne? Das habe ich nämlich beim Nachschauen der Parts mal gesehen. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier diese Schiffe verbessern. Nun ja, lassen wir die einfach mal da drinnen. Ich meine, das stört jetzt aktuell nicht wirklich so sehr. Da ist noch eine Flotte unterwegs. Sie fliegt nach Y. Die soll dann hier unten aushelfen. Lassen wir die Karte mal weiterfliegen. Passiert allerdings jetzt auch gerade nicht allzu viel. Also beenden wir mal den Zug. Überall Forschung. Sollten wir mal nachschauen, ob da vielleicht nicht noch irgendwas am gebaut werden kann. 3 Flotten ohne Befehle. Das war das Sonden. Oh ja, dann passt das ja eh. So, der fliegt jetzt da ein bisschen in die Mitte. Okay, jetzt passt das wieder so einigermaßen. Ah, ja. Okay, was haben wir, hätten wir hier noch? Das sind alles nur so peu à peu Sachen, die wir nicht wirklich bräuchten. Plus 1% Erholung nach Invasion für jedes verbündete Schiff im Orbit des Sternensystems bis zu 10%. Ja, das ist jetzt auch nicht so das Einflussbereich. Wir machen hier allerdings nur 3 Dust, also von daher kann man das schon mal vergessen. Das Einzige, was wir hier machen könnten, wäre die Autobahn. Hier unten sind wir auch nur bei glücklich. Da können wir die auch noch bauen. Ah, ich sehe gerade, aber das da hier ist anhörens gebaut, ne? Und das war, glaube ich, ja, Handelsrouten. Das ist uninteressant. Okay. Und dort oben würde ich fast sagen, machen wir die auch. Warum denn nicht, ne? So, passt doch. Gut. Dann schauen wir mal, wie wir hier weiter zutage gehen, weil der Grüne hier, der ist ja Platz Nummer 1. Hatten wir gerade nicht etwas mehr Forschung gehabt? Nee, passt. Passt schon soweit. Okay, wir haben neu dazu. Ah, toll, super, da brauchen wir natürlich, oh, das haben wir sogar hier da, dieses, diese strategische Ressource. 10% Reisegeschwindigkeit für Sternensystem, 25% etwas fürs Sternensystem und 2 für die Verbesserung. Ja, Verteidigung im alliierten Territorium für Schiffe. Das trifft ja bislang nur ihn, glaube ich. Und danach haben wir die Obergrenze, beziehungsweise jetzt sind wir bei der Obergrenze dann. Können wir wieder ein bisschen mehr Schiffe mitnehmen. Supi. Ja, Schwan fertig. Nächster Schwan. Bitte mal weiterfliegen hier. Achso, da oben wollte ich gerade mal nach. Wo willst du eigentlich hin? Ah, das ist die nächste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Züge. Hey. Ja, und die kriegen wir hier nicht weg.
Die kriegen wir hier nicht weg. Warum kriegen wir die hier nicht weg? Wie viele Schiffe hatten der da? Das sind zu viele, das sind zu viele. Aber wir sind ja mit ihm verbündet. Warum greift er eigentlich nicht an? Sind die miteinander verbündet? Diplomatie. Den da hätte ich gerne mal. Der ist mit dem im Krieg. Und wir sind mit den beiden im Krieg. Ja, aber warum greift der die Schiffe von dem Kerle da nicht an? Der lässt da einfach diese Blockade zu. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Sehr seltsam. Ich will den jetzt auch nicht den als erstes angreifen. Weil wenn ich Pech habe, erwischen wir genau die Flotte mit dem Helden. Die anderen, wir haben 5-7. Ja. Und jetzt ist da noch der Rote da. Ah ja gut, das ist nur ein Erkundungsschiff. Eine Allianz mit Gelb. Dann nehmen wir mal an, das ist ja nicht so verkehrt. Darf ich jetzt weiterfliegen, bitte? Komm schon, lass doch meine blöden Schiffe da mal weg. Ich muss den wirklich noch angreifen. Moment, halt, nee. Doch, mit dem hatten wir schon die ganze Zeit Frieden. Naja, okay. Wird schon irgendwie passen, es wird schon stimmen, okay. Das mit den Schiffen klappt ja recht fix. Das gefällt mir sehr. Da machen wir das. Warum machen wir hier das? Eigentlich. Forschung wäre interessanter. Halt! Lass mich da hin, das da kann weg. Das ist sehr, sehr seltsam. Aber nun gut. Ja, Planet mit erforschten Mond plus 1. Das wären 3 Stück. Ja, bringt aber auch jetzt nicht so viel, ne? Ich meine, wir kriegen dann zwar die Steuern mehr, aber nicht für das System, kannst du vergessen. Ansonsten könnten wir höchstens hier noch den Einflussbereich natürlich erhöhen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Gibt es da noch was in der Art und Weise, was wir nicht haben? Nö, nicht wirklich. Nicht wirklich. Gut. Wir brauchen unbedingt mal die anderen Forschungen, dass wir hier diese anderen Luxusressourcen dann da noch abbauen können. Ich könnte ja allgemein mal gerade in die Forschung reinschauen. Wie sieht's denn da aus? Was haben wir denn danach? Wir machen danach den Sonnenabbau, die Gewichtsreduktion. Da würde ich sagen, machen wir das, damit wir das Adamantit abbauen können. Aha. Ach so, das haben wir noch gar nicht. Jetzt, Sattler. Ja, dann lassen wir das einfach mal gerade so. Ansonsten schmeiße ich die ganze Forschung wieder durcheinander. Und wir werden hier angegriffen. Na super, das was ich vorhin noch gesagt habe. Wir haben hier Raketen, Strahlen, Raketen und noch mehr Raketen. Ja, das machen wir natürlich manuell hier. Ne? Wenn wir schon keinen Helden dabei haben, dann machen wir das alleinig. Puh, wenn wir Glück haben, genau. Wenn wir Pech haben, greift der natürlich jetzt mit allen 6 Flotten unsere Schiffe hier an. Dann würde ich sagen, machen wir natürlich, blocken wir die Raketen. Machen eine Barriere und die Nanoreparatur. Wenn schon, denn schon, ne? Mal schauen, was das bringt. Schlecht! Tarnung! Ich hasse sie! Ah! Haben wir die? Eine exzellente Frage. Oh mein Gott. Ja, aber es war ja eh nur die Blockung gegen die Raketen. Naja, was heißt nur? Ich meine, hauptsächlich hat er halt Raketen. Oh, wir verlieren hier Schiffe. Verstehen wir die erste Runde? Ja. So, er macht Tarnung, wir machen Blockade. Okay, sehr schön.
effiziente Raketenabwehr. Es nutzt ihm ja nichts. Ein kritischer Waffenschaden. Eigentlich ist es ja nicht schlecht, dass er Tarnung macht. Das ist ja ein Schaden für ihn, ne? Ja, jetzt müssen wir natürlich nur hoffen, dass, ja, er hat immerhin schon mal drei Ich habe gar nichts gesagt. So, wir machen zumindest Reparatur. 3-3. Einigermaßen fair. Wenn man das so nennen kann. Das ist auch eine relativ alte Flotte noch, ne? Und dieser Vergleich hier so. Da. Mein Gott. Was für ein Krampf. Das Vereinigte Imperium. Die hässlichsten Schiffe überhaupt. Dabei haben doch die Menschen normalerweise immer... Naja, was heißt normalerweise? Relativ oft schöne Schiffe. Unentschieden. Das nennen die Unentschieden. Wir haben 4 Schiffe verloren. Das ist nicht Unentschieden. Uns wurde gerade in den Arsch getreten, Jungs. Ah. Oh. Vereinigtes Imperium hat folgendes Angebot von Vereinigtes Imperium Verbündeter aufgenommen. Kalter Krieg durch die Änderung in der Allianz ist dein neuer Status, wenn du in der Allianz bleibst. Krieg. Kalter Krieg. Vereinigtes Imperium hat folgendes Angebot von Verbündeter aufgenommen. Kalter Krieg. Also der da hat jetzt dem da den Kalten Krieg und wenn wir drinnen bleiben, bleibt für uns Krieg. Verlassen wir mal die Allianz, was soll's. Ja, das war eine Niederlage. Unser Aufklärer! Super! Yay! Komm! Nee, halt, wir gehen da vor. Oh, doch, wir haben hier Tarnung. Cool! Yay! So, da! Mach doch, was du willst. Der Aufklärer wird es dir zeigen. Getarnt. Wird er dir jetzt in den Hintern treten? Oh mein Gott. Naja. Ja, sowas muss man ja nicht. Ach komm schon. Echt jetzt? Die werden hier jetzt hier die Waffen overdusen. Hey, das kannst du dir. Also, das wirst du nicht glauben, mein Freund. Das war doch der, oder? Hä? Wir sind bis zur dritten Runde durchgekommen. Ernsthaft? Ey, Verwalter. Glaub's ja gar nicht. Hey, nicht mit der Maus an der Tastatur hängen bleiben. Das ist nicht gesund. Naja, zumindest haben wir die Flotte dann dort oben auch irgendwie da befreit. Auch wenn es nicht das ist, was ich gerne hätte. So, da haben wir einen Schwan. Da haben wir was drinnen? Na? Gib mir mal das Ding hier. Rakete und Moon. Okay, der Rest wird doch gebaut. Kodiak ist auch gleich so weit. Ja, gut, komm. Das wird schon werden. Dem werden wir hier... Da oben macht er nichts. Das gefällt mir eigentlich sehr. Ja, komm. Bearbeite das zu Ende mal ein bisschen schneller. Hier, ne? Wäre schon mal was Feines. Eine neue Stufe für den Kerle hier. Ja. Nö. Offensiv. Verteidigung. Was hat denn der da schon? Da hat er schon offensiv bekommen. Ja, dann machen wir noch ein bisschen Verteidigung dazu. Und das. Wow. Darf der viel nehmen. Verteidigung. Noch mehr Verteidigung. Ja, das wird schon. Wow. Also so darf es übergehen. Würde ich fast sagen. Gut. Wir könnten fast wieder eine Flotte machen. Ach, da sind sogar nur 2 Schiffe da. Ja, also. Bin doch richtig. Ja, das ist sogar nur ein Schiff. Wie komme ich auf 2, weil ich auf die Befehlspunkte geguckt habe? Ich Schiff. Erstellen. So, dann vereinen. Und hier oben haben wir eine fertige 12er Flotte. Hier haben wir eine fertige 12er Flotte. Okay. Dann erstellen wir den Schwan. Und du kommst mal mit da. Du fliegst im eigentlichen Sinne mal darüber, ne? So,
Und du auch? Dann tun wir die dort oben zusammenfügen. Sollte dann passen, soweit. Hoffe ich sehr. Mensch, 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 Mensch. Mit wem haben wir jetzt eigentlich alles Krieg? Also mit dem grünen, dunkelgrün, eher neutral. Gelb sehr eng. Die anderen sind tot. Orange ist Krieg und Hass. Die roten, kalter Krieg und neutral. Ja, das muss ich jetzt auch nicht so verstehen, ne? Das wird noch ein bisschen brauchen. Eins, zwei, drei Züge. Super. Wie lange brauchst du da oben? Sieben. Super. Wird schon noch, wird schon noch, wird schon noch. Das Problem wird nur, wenn er dann mal irgendwann uns den Krieg erklärt. Aber naja, gut. Naja, gut. So. Mach mal hinne, Kollege. Danke sehr. Und ihr vereinigt euch. Wo schicken wir die hin? Das ist so die große Frage. Wir könnten die mal nach Xio schicken. Die von Andromeda schicken wir auch mal nach Xio. Dann haben wir alle drei Flotten zumindest mal beieinander. Wie sieht's denn bei euch aus? Die sind fast so weit repariert. Das sind halt alles noch die alten Schiffe. Naja, gut. Wird schon werden, wird schon werden. Immer positiv denken. Noch vier Züge. Haben wir die nächste Vorschau. Sehr schön. Datenautobahn an Forschung und der nächste Schwan ist fertig. Die Grenzöffnung, das hatten wir auch nicht gehabt. Das ist ja mal interessant. Aha. Raketen, der macht doch ewig da wahrscheinlich seine blöde Tarnung da am Anfang. Der macht doch hundertprozentig seine blöde Tarnung. Wo greift er eigentlich an? Das kann man doch nicht wegziehen. Mensch, hätte ich vorher gucken müssen. Mist. Okay, er macht eh seine Tarnung. Wir probieren es einfach. Ein bisschen mehr Waffenschaden und am Schluss machen wir eine no Nanoreparatur. Bist sogar durchgegangen. Das ist ja nicht schlecht. Sollten wir uns mal merken, vielleicht geht das hier öfters. Mal gespannt. Also die Strahlenwaffen hauen schon ziemlich gut rein. Muss man sagen. Aber die Raketen kommen halt erst an. Das dauert immer so ewig. Und das verfälscht dann das Ganze natürlich recht lange. Ja. Passt schon. Erwidertarnung. Okay, die Waffenübertaktung scheint ziemlich gut da Konter zu sein gegen die Tarnung. Boah, das letzte Schiff darf diese Runde gerne noch überleben. Hab ich jetzt mal rein prinzipiell nichts dagegen. Weil dann geht unsere Reparatur durch. Nein! 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 Warum nur? Oh, doch, das ist noch in die dritte Runde gegangen. Yay, auch viel gebracht hat es auch nicht. Okay. Stellt euch mal so vor, so ein Weltraumkommandant schreit dann da wirklich so: Yay, ja! Geh nicht kaputt, nein, nein, komm schon. Ah nein, es ging nicht durch, okay. Es ging nicht durch. Schade. Schade, schade. Das wäre aber auch zu schön gewesen. Es war den, wo wir da auch noch davor auf Verteidigung getrimmt haben, ne? Ah, Verteidigung plus 25 Leistung der Deflektoren des Spielers, Abfangraketen des Spielers und Leistung des Schilden des Spielers. Problem. Ich glaube, nur ein Schiff hat Deflektoren, Abfangraketen und Schilde. Mach mal Angreifer. Passt schon, wir sollten dann um Friedensangebot. Tja, was ich damit mache oder nicht mache, sehen wir allerdings erst im nächsten Part. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit einschaltet. In diesem Sinne, Baba.